Herzlich willkommen zum Konjunkturmarktausblick für den Monat März. Wir sind bereits im letzten Monat vom ersten Quartal und der Jahresstart. Zumindest für die Finanzmärkte war sehr, sehr gut gewesen, außerordentlich. Nach einem erfreulichen Januar war der Februar gerade nochmal gut gewesen, und das ist doch eigentlich ziemlich außerordentlich und insbesondere auch bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass im letzten Quartal 2018 eigentlich nicht schlecht genug können sein. Die Frage ist jetzt, was ist der Grund, wieso hat sich jetzt das so positiv entwickelt, und dort ist eine der zentralen Aussagen, die man oft hören tut, dass letztendlich die Geldpolitik von der amerikanischen Fed oder zumindest die Erwartungen zu dieser Geldpolitik sich angepasst haben. Was will ich sagen? In der jüngsten Vergangenheit hat man immer davon geschwätzt, dass die amerikanische Fed Zinsen weiter anheben könnte. Wir sind jetzt bei 2,5% und noch vor einem Jahr sind wir davon ausgegangen, dass mehr oder weniger Quartal für Quartal noch weitere Zinssatzerhöhungen kommen würden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt und insbesondere auch nach den Wortmeldungen von Herrn Powell kommt man zum Schluss, dass die amerikanische Zentralbank jetzt bei ihrer Geldpolitik bleiben wird, dass sie also keine zusätzlichen Zinssatzerhöhungen mehr ins Auge fassen tut. Mehr noch, sie kommt zum Schluss, und das ist auch das, was effektiv in den Märkten drin ist, dass die ersten Zinssatzsenkungen passieren könnten in einem Jahr. Also 2020 würde dementsprechend, zumindest wenn man den Markt glauben schalten tut, die ersten Zinssatzsenkungen geben. Jetzt ist die Frage, in der Tat, das Wirtschaftswachstum ist weniger erfreulich, aber ist es denn effektiv eine Rezession? Und dort kommen wir zum Schluss, dass im Grundsatz ist das wirklich nicht gegeben. Aber was wirklich der Fall ist, ist, dass die Inflation von ihren Höchststand, die wir gesehen haben, im zweiten Halbjahr 2018 leicht rückläufig ist. Ich möchte das darstellen am Beispiel von der Schweiz. Wenn wir zum Beispiel die wichtigsten Komponenten, Inflations- und Preistreiber in der Schweiz anschauen, dann stellen wir fest, dass von der einen oder anderen eben sehr wenig Inflationsdruck zum gegenwärtigen Zeitpunkt herkommt. Also zum einen, beispielsweise bei den Mietpreisen, sehen wir überhaupt keinen Druck. Wir gehen auch nicht davon aus, dass sich dort gross etwas ändern würde. Es gibt zwar relativ ein grosses Angebot an Mieten, auf der anderen Seite sind es immer mehr neue Mieten, auf der anderen Seite haben wir wieder die Finanzierungskosten, die tiefer geworden sind oder nicht tiefer werden. Dementsprechend würden wir netto mit einem Nullsummenspiel rechnen. Das heisst, dass also dort von den Mietpreisen her relativ wenig Impuls kommen würde. Auf der anderen Seite haben wir einen zweiten wichtigen Preistreiber, und das sind die Energiepreise gewesen. Gerade bei den fossilen Brennstoffen, dort haben wir in der jüngsten Vergangenheit, oder sagen wir im Jahr 2018, einen relativ starken Anstieg gesehen. Und dort hat sich das dann relativiert in der jüngsten Vergangenheit. Die Frage jetzt, wie wird sich das weiterentwickeln? Mit gutem Gewissen kann man sagen, dass über 80 der Ölpreis dann tendenziell immer teuer wird und dass dann das Angebot wieder ansteigen wird, dass aber eben der Boden auch relativ gut unterstützt ist. Also, dass man da irgendwie substanziell tiefere Ölpreise sehen möchte, wahrscheinlich eher weniger. Das heisst, auch von dieser Komponente, dort haben wir einen grossen preistreibenden Impuls gehabt, aber das ist letztendlich jetzt ausgelaufen, bleibt letztendlich der Rest, und dort stellen wir fest, dass bei den Gütern relativ wenig Preisdruck daherkommt. Was allenfalls ein bisschen Preisdruck geben könnte, das ist bei den administrierten Preisen, das heisst bei den Preisen, die im Dienstleistungssektor und insbesondere auch vom Staat aufoktroyiert werden. Also dort sehen wir eine gewisse Inflation. Will heissen, dass Inflation in der Grössenordnung von 0,5 bis 1% wahrscheinlich das wahrscheinlichste Szenario ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu der jüngsten Vergangenheit und bedeutet dann eben, dass nicht nur in den USA, aber auch in der Schweiz, vor allem aber auch in Europa, wahrscheinlich die Geldpolitik unverändert wird bleiben oder bleiben dürfte und dass dementsprechend der Zinsdruck am kurzen Ende weitestgehend wegfallen tut. Das macht Sinn von den volkswirtschaftlichen Voraussetzungen und ist in dem Sinn und Geist auch weitestgehend abdiskontiert entlang der gesamten Zinskurve. Ich würde jetzt allerdings dort hingehen und sagen, dass letztendlich die Zinsen dort sehr am langen Ende der Zinskurve sehr, sehr tief sind und dass dort wahrscheinlich das Potenzial für weitere Zinssenkungen tendenziell relativ kleiner werden oder auslaufen sollte. Mit anderen Worten, wir haben eigentlich eine relativ gute wirtschaftliche Situation nach wie vor. Wir haben Geldpolitik, die nicht mehr restriktiver wird. Wir haben Inflationsraten, die nach wie vor relativ tief sind. Das müsste eigentlich positiv sein für Aktienanlagen. So sind wir positioniert. So sind wir positioniert nicht erst seit gestern, aber wir bleiben auch so positioniert. Das heisst, auch im Anfang oder Richtung Ende, erstes Quartal 2019, sind wir tendenziell Aktien übergewichtet. Und wenn wir in die einzelnen Sektoren
Sektoren hineinschauen, dann kommen wir zum Schluss, dass es eben einzelne Sektoren gibt, die in der Tat jetzt schon auf historischen Höchststand sind. Ich denke da insbesondere an das Gesundheitswesen. Man könnte aber auch andere Sektoren bringen, aber besonders wichtig das Gesundheitswesen. Andere Sektoren sind noch nicht dort. Und wir würden jetzt letztendlich in erster Linie dort ansetzen, dass wir sagen, dass bei diesen anderen Sektoren, insbesondere der Tech-Sektor, nach wie vor Aufwärtspotenzial vorhanden ist. Wir sind also dementsprechend nach wie vor sehr konstruktiv, wenn es um die Anlagen in Tech-Aktien geht. Das war es für heute. Wir sehen uns wieder in einem Monat und bis dann eine gute Zeit. Adieu.